Deswegen kommen wir zur nächsten Aktuellen Stunde der Fraktion Die Linke. Hashtag Black Lives Matter. Auch in Hessen gehen zehntausende Menschen gegen Rassismus auf die Straße. Struktureller Rassismus ist ein großes gesellschaftliches Problem und muss endlich entschieden bekämpft werden. Drucksache 3037/20. Und als erstes erteile ich für die Fraktion Die Linke Frau Sönnes das Wort. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit Wochen gehen auch in Deutschland Menschen auf die Straße und demonstrieren mit dem Slogan Black Lives Matter gegen Rassismus und fordern einen grundlegenden Wandel der Gesellschaft ein. Und das ist auch gut und wichtig so, meine Damen und Herren. Denn wir wissen alle, Rassismus tötet, meine Damen und Herren. Doch wir müssen an die Wurzel des Rassismus, und diese liegen eben nun einmal tiefer. Ich möchte mit einem Zitat fortfahren. Im Unterschied zu den Arbeitnehmern im Ruhrgebiet kommen die in Rumänien nicht morgens um 7 zur ersten Schicht und bleiben bis zum Schluss da, sondern sie kommen und gehen, wann sie wollen, und sie wissen nicht, was sie tun. Zitat Ende, meine Damen und Herren. Eigentlich möchte man ja jetzt meinen, dass solche Aussagen nicht dem Munde eines etablierten Politikers einer demokratischen, ja gar staatstragenden Partei entstammen könnten. Doch weit gefehlt. Es war Jürgen Rüttgers, damals Ministerpräsident von NRW, der mit diesen Worten seinem Ärger über Nokia vermeintlich Luft gemacht hat, meine Damen und Herren. Sehen Sie, und genau dies ist eine der grundlegendsten Ursachen des strukturellen Rassismus, die unzweifelhaft angegangen werden müssen. Ich meine, wie kann es sein, dass man sich rassistischer Argumente bedient, also die faulen und unwissenden Rumänen, um in den Augen eines Konzerns investitionswürdig zu bleiben? Ich meine, das kann es irgendwie nicht sein. Es wird aber auch deutlich, dass der Rassismus in unserer Gesellschaft nicht nur ein Problem der Extremisten ist, sondern mitten unter uns, ja sogar aus der politischen Mitte eben kommt. Immer wieder wurde und wird gruppenbezogene Fremdenfeindlichkeit aufgebaut, um politisches Kapital hieraus zu schlagen. Ich meine, man muss nicht wirklich daran erinnern, glaube ich, wie Sprüche Kinder statt Inder, Migration ist die Mutter aller Probleme. Ich glaube, daran muss man nicht wirklich erinnern. Die sind alles, das ist alles noch in unseren Köpfen. Ich meine, wir beklagen uns, dass rassistische, antisemitische, antiziganistische und sexistische Aussagen wieder salonfähig geworden seien. Ja, dass diese jetzt sogar in die Parlamente Einzug gehalten hätten. Aber eines kann ich Ihnen doch sagen, meine Damen und Herren. Nicht erst seit der AfD wird rassistischen Tendenzen in der Gesellschaft Gehör geschenkt. Die erledigen jetzt nur die Drecksarbeit, meine Damen und Herren. Wenn die Welt am Sonntag 2006 vom sich rüsten für den Kampf der Kulturen spricht, ja, dann darf man sich auch nicht wundern, dass Worten irgendwann auch Taten folgen von anderer Seite. Da darf man sich dann eben nicht wundern. Denn es sind allein im Jahr 2019 1.347 Menschen in Deutschland Opfer rassistischer Gewalt geworden, meine Damen und Herren. Und es nimmt kein Ende, wie wir alle wissen. Es wurde und wird von Ghettos und Parallelgesellschaften gesprochen. Dass aber Vermieter mit einer offen rassistischen Vermietungspraxis ganz gehörig zur Ghettoisierung beitragen, das wird gerne unterthematisiert oder gar verschwiegen. Es wird von mangelnden Sprachkenntnissen und mangelnder Bildung von Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen. Dass das Bildungs- und Ausbildungssystem und die Einstellungspraxis von Unternehmen aber einen stark negativen Selektionsdruck bezüglich Menschen mit Migrationshintergrund ausübt und damit eben eine strukturelle Benachteiligung entsteht, das wird anerkannt. Ja, das wird anerkannt, aber dabei bleibt es dann auch. Was folgt, sind Mitfühle, Empörung, Lippenbekenntnisse und Appelle. Wenn der Empörung dann aber zu Genüge getan wurde, Themawechsel, Thema abgehakt, meine Damen und Herren. Die
Statt die Ursachen für die soziale Ungleichheit zu bekämpfen, der eigentliche Grund für die gravierenden Bildungsunterschiede sind, wird Symbolpolitik betrieben. Hier ein kleiner Sprachkurs, dort ein paar in der Höhe belanglose Bildungsgutscheine. Fertig, Thema abgehakt. Diese soziale Ungleichheit, meine Damen und Herren, benachteiligt aber nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund. Nein, sie ist auch der fruchtbarste Boden, auf dem der Rassismus und diskriminierende Verhaltensmuster eben gedeihen können. Meine Damen und Herren, der gesellschaftliche Stresspegel wird mit jeder Krise, ob nun ökonomisch oder virenbedingt, immer weiter gehoben und der soziale Frieden bis zum Zerreißen strapaziert. Wenn wir also nicht anerkennen, dass dem Rassismus der soziale Verwerfungen gebärende neoliberale Kapitalismus zugrunde liegt, wird keine Empörung, die auch von Ihrer Seite kommt, wird keine Empörung und keine Solidaritätsbekundung ausreichen, um Diskriminierung und Ausgrenzung wirksam zu bekämpfen. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Der soziale Frieden, meine Damen und Herren, ist nur mit einer demokratischen Wirtschaft und Politik sowohl innerhalb als auch zwischen den Gesellschaften noch zu retten oder gar wiederherzustellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Frau Sönmez. Ich konnte das jetzt von hier hinten nicht sehen, aber ich bin darauf hingewiesen worden, dass der Button, der getragen wurde, offensichtlich zu groß ist. Ich habe es heute Morgen den Button schon mehrmals am Redepult gesehen. Da war er irgendwie nicht zu groß. Ich wollte es Ihnen allen noch mal mitteilen. Zum Zweiten möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich von der AfD-Fraktion gebeten worden bin, den Redeteil, der sich mit der AfD beschäftigt, im nächsten Ältestenrat noch einmal aufzurufen. Ja, Herr Bellino, so ist es. Das werden wir dann machen. Meine Damen und Herren, wir fahren jetzt in der Debatte fort. Und als Erstes hat sich Herr Schauder von den Grünen zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben KollegInnen, es gibt das Sprichwort getroffene Hunde bellen. Vielleicht gilt das ja für eine rechte Seite des Hauses. DIE LINKE hat ein Thema gestellt zur Aktuellen Stunde, Black Lives Matter, die aktuellen Demonstrationen. Und ich finde, es ist genau der richtige Zeitpunkt, um endlich darüber zu diskutieren. Es ist genau der richtige Zeitpunkt, dass diese Kundgebungen stattfinden. Und es ist der richtige Zeitpunkt, dass wir diese gesellschaftliche Debatte führen. Denn es ist weit verbreitet und es gibt Leute, die behaupten, sie würden keine Hautfarbe sehen und sie sehen keinen Rassismus. Wer anhand des offensichtlichen Rassismus auch in unserer Gesellschaft das negiert, ist nicht Teil der Lösung, ist keine Hilfe, sondern der ist Teil des Problems. Es gibt eigentlich für alle Menschen die offensichtliche und hässlichste Fratze des Rechtsextremismus, die Partei des ganz rechten Randes, die den Rassismus auch in unserer Bundesrepublik in verschiedenen Parlamenten ausschüttet, gegenüber der Presse Zitate äußert, wie Boateng wolle man nicht als Nachbarn haben. Eine Partei, die das Deutschsein nicht an die Staatsbürgerschaft knüpft, wie uns das Grundgesetz das verpflichtet, sondern eine an die Abstammung. Damit steht eine Partei in der übelsten Tradition, und man weiß genau, das ist hochgradig rassistisch, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Tja, Herr Lambrou, wenn Sie dazwischen rufen, welche Partei denn? Ich bin mir ganz sicher, Sie können diese Frage auch beantworten. Beantworten Sie sie für sich selber. Es ist eine Partei, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, es ist eine Partei, die auch im Jahr 2020 noch immer und immer wieder das hochgradig entwürdigende N-Wort benutzt. Das ist hochgradig rassistisch, und dafür müssen Sie sich schämen, meine Damen und Herren. Aber zur Debatte gehört auch, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt auch viel Rassismus in der Gesellschaft, der nicht so offensichtlich wahrgenommen wird.
Menschen werden aufgrund ihres Fotos im Lebenslauf nicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Menschen werden wegen ihres Namens allein deswegen nicht zu einer Wohnungsbesichtigung eingeladen. Es gibt wenige nicht weiße Menschen auch in deutschen Vorständen in börsennotierten Aktienunternehmen. Nicht weiße Menschen erleben regelmäßig in der Öffentlichkeit Übergriffe, ihnen wird ungefragt ins Haar gegriffen, sie werden beleidigt und auch körperlich angegriffen. Herr Gagel, wenn Sie sich mit dem Begriff des Rassismus beschäftigen würden, dann müssten Sie eigentlich wissen, dass das mit einer langen Geschichte verbunden ist. Mit einer langen Geschichte? Nein, das gibt es eben nicht gegen Weiße. Rassismus bedeutet, das ist die lange Geschichte. Es ist die Geschichte der Diskriminierung anhand körperlicher Merkmale, wie der Hautfarbe oder der Abstammung. Es ist eine Diskriminierung, die auch mit Macht in den Institutionen verbunden ist. Und dass Sie sich als Landtagsabgeordnete hier hinstellen und behaupten, Sie seien selber Opfer von Rassismus, obwohl Sie eigentlich die Täter sind, das ist die größte Frechheit, die Sie sich in diesem Haus erlauben könnten, meine Damen und Herren. Aber ich will nicht immer wieder auf diese hässlichste Fratze zurückkommen. Denn, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir haben in unserer Gesellschaft noch viel zu tun. Das sieht man daran, was für einen Aufschrei es gebraucht hat, dass Betroffene von Rassismus auch endlich einmal in eine Talkshow eingeladen werden und nicht nur über sie gesprochen wird. Ich sehe, meine Damen und Herren, es gibt langsam Fortschritte. Artikel 3 des Grundgesetzes fordert Gleichberechtigung für alle. Dieser Artikel verbietet die Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Religion oder Herkunft. Nach über 70 Jahren Grundgesetz müssen wir uns ehrlich machen, wir sind noch nicht am Ziel. Aber ich finde es ausdrücklich gut und richtig, dass die demokratischen Fraktionen in diesem Haus sich in einer interfraktionellen Arbeitsgruppe zusammensetzen und über weitere Maßnahmen gegen Rassismus sich unterhalten. Und es ist wichtig, dass wir aber auch begreifen, dass wir alle eine gesellschaftliche Verantwortung tragen. Wer so käseweiß ist wie ich, muss sich nämlich auch mal hinterfragen, wie diskriminiere ich, absichtlich oder unabsichtlich. Wir müssen Betroffenen zuhören, wir müssen ihre Bücher lesen, ihre Podcasts hören, wir müssen an uns selber arbeiten. Und dann bin ich sicher, dass wir das Versprechen einlösen können, eine Gesellschaft ohne Rassismus zu erreichen. Das sind wir den Menschen einfach schuldig, die rassistische Gewalt erleben, die aber auch an rassistischen Morden gestorben sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Black Lives Matter. Danke, Herr Schauder. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Yüksel zu Wort gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kampf gegen Rassismus erfordert einen langen Atem und eine klare Haltung. Jeder und jede Einzelne muss einen Beitrag dazu leisten, damit Rassismus und gruppenbezogene Fremdenfeindlichkeit im Alltag keinen Platz mehr findet. In den letzten Wochen habe ich an gleich mehreren Kundgebungen gegen Rassismus teilgenommen. Die schwarzen Rednerinnen brachten dort ihre Diskriminierungserfahrung zur Sprache. Was sie immer wieder sagten, war, die Weißen verstehen uns nicht oder können nicht nachvollziehen, wie wir manchmal ignoriert und ausgegrenzt werden. In diesen Reden habe ich mich häufig auch selbst wiedergefunden. Ein Gefühl der Ausgrenzung und des Nicht-Dazugehörens wurde mir in vielen Bereichen des Zusammenlebens immer wieder vermittelt. Wir leben in einer Gesellschaft auch mit rassistischen Strukturen. Hass, der Migranten entgegengebracht wird, ist daher keine individuelle persönliche Angelegenheit. Rassismus ist ein gesellschaftliches Phänomen und darf nicht in Einzelfällen gedacht werden. So kann auch heute in einer liberalen Stadt wie in Frankfurt dazu kommen, dass ein junger Mann mit Nachnamen Yüksel bei der Wohnungssuche sich fremd fühlt, weil andere ihn zu einem Fremden machen. Wir Politikerinnen in diesem Haus haben eine besondere Verpflichtung, Rassismus entgegenzutreten und rassistisch motivierte Gewalt zu unterbinden. Wir sind Vorbilder, wir haben Vorbildfunktionen. Wer durch das Relativieren von Rassismus auffällt und Vorurteile schürt, der spaltet die Gesellschaft. Opfer von Rassismus verdienen immer unsere bedingungslose Solidarität. Wir müssen ihr Problem wahrnehmen und dagegen vorgehen. Lass uns
gemeinsam die Perspektive der Betroffenen von rassistischer Gewalt häufig hören. In den letzten Wochen ist deutlich geworden, viele laute migrantische schwarze Stimmen es in Deutschland gibt. Hören wir Ihnen mit Ihren Erfahrungen zu. Sie haben so viel zu sagen, was bisher oft unerhört geblieben ist. Sie sind so häufig viel kompetenter als jene, die schnell mit Lösungen um die Ecke kommen. Der Kampf gegen Rassismus ist ein Kampf der Worte und Taten. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir auch in Hessen ein Antidiskriminierungsgesetz verabschieden. Todesopfer von Rassismus musste Hessen in den letzten Monaten bereits zu viele verkraften. Die rassistisch motivierte Tat von Hanau etwa trifft Migranten vorrangig. Der Täter von Hanau wollte Migranten töten, zumindest die, die er als solche verstanden hatte. Die Black Lives Matter-Bewegung in Deutschland der vergangenen Woche zeigt deutlich, Migranten machen besondere Diskriminierungserfahrungen. Es sind eben nicht alle Bürgerinnen und Bürger von Rassismus und Diskriminierung betroffen. Es trifft immer jene, die von Rassistinnen zu Fremden gemacht werden. Hören wir ihnen gemeinsam zu und schützen wir sie gemeinsam. Mir ist in diesem Zusammenhang aber leider völlig unverständlich, wieso das Innenministerium Gelder für die Opferberatung in der Bildungsstätte Anne Frank blockiert. Der humane und demokratische Charakter einer Gesellschaft wird immer daran gemessen, wie sie mit ihrer Minderheit umgeht. Jedoch stellen nicht nur die eine Gefahr dar, die Gewalt anwenden. Auch die Kräfte in unserer Gesellschaft, die diese Taten schweigen, zur Kenntnis nehmen und offen für deren Argumente sind, fördern eine rechte Stimmung und dürfen nicht unterschätzt werden. Dieses tolerierende Verhalten verweist auf die bestehenden Vorbehalte und Vorteile, die endlich demontiert und abgebaut werden müssen. Das Zusammenleben aller Hessinnen aus den verschiedenen Kulturen, ethnischen und religiösen Gruppen muss friedlicher und solidarischer gestaltet werden. Nützen wir auch das Parlament, die Energie der Zivilgesellschaft, die sich in den letzten Wochen auf der Straße gezeigt hat. Es gab und gibt es immer in unserer Gesellschaft aufrechte Menschen, die sich der Humanität verpflichtet fühlen und echte Nächstenliebe zeigen, sogar so weit, dass sie ihre Leben verloren haben. Deshalb verneige ich mich in Demut vor Walter Lübcke und vor seiner Familie. Bewahren wir das Andenken von Walter Lübcke, der sich den Rassisten entgegengestellt hat. Lassen Sie uns gemeinsam engagiert Rassismus, Diskriminierung in Wort und Taten bekämpfen. Vielen Dank. Danke, Herr Yüksel. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Schulz zu Wort gemeldet. Verehrtes Präsidium, verehrte Kollegen, es ist schon lustig. Stellen Sie sich einmal vor, wir würden auf alles verzichten, was weiße Männer erfunden haben. Dann hätte die Linke keine Aktuelle Stunde beantragen können, denn dann gäbe es keine Parlamente und keine Demokratie. Es hätte vielleicht Vorteile, denn dann gäbe es sicher keinen Feminismus und keinen Black Lives Matter. Und dann gäbe es auch keine Partys oder erst recht keine Party- und Eventszene wie in Stuttgart. Alles hat seine zwei Seiten. Aber es gibt nun einmal den weißen Mann, und der hat in der Geschichte der Menschheit so viel Einfluss gehabt wie niemand sonst. Und die Geschichte können wir nicht ändern. Das versuchen nur mörderische Diktatoren, und Gott sei Dank schaffen sie es am Ende meistens nicht. Aber was ist überhaupt passiert, das sollten wir hier besprechen, weil unser Staatsfunk verschweigt. Es war ein täglicher Vorgang im Dienst. Die Polizei wird gerufen, weil ein Mann sich auffällig verhält. Die drei Polizisten, nur einer davon weiß, der andere Afroamerikaner und der dritte Hispanic, machen ihren Job und wollen den Beschuldigten zur Klärung der Sachlage aufs Revier bringen.
Leider widersetzt sich der Beschuldigte der Festnahme. Er wird fixiert und stirbt einen tragischen Tod, weil der Polizist seine Beschwerden über Atemnot nicht ernst nimmt. Der Polizist wird zu Recht aus dem Dienst entlassen und angeklagt. Trotz seinem tragischen Tod sollten wir uns fragen, wer war dieser Mann? War er nur Opfer? Ein vorbestrafter Krimineller, der mehrfach im Gefängnis saß, insgesamt fast 10 Jahre lang, dessen größte Lebensleistung es war, bei einem Einbruch 2007 der schwangeren Hausbesitzerin eine Pistole an den Bauch gehalten zu haben. Währenddessen durchsuchten seine 4 Kumpels das Haus nach Geld und Wertsachen. Gab es damals einen Hashtag-Aufschrei, Sondersendungen, Demos, Plünderungen, Gewaltexplosionen? Die gab es nicht. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, was passiert wäre, wenn ein weißer Einbrecher einer Frau die Knarre an den Babybauch gehalten hätte und eine weiße Bewegung sich so einen Mann als Vorbild wehren würde. Unvorstellbar. Warum machen das die Schwarzen? Candace Owens, eine afroamerikanische Aktivistin, hat es klipp und klar gesagt. Wir sind die einzige Bevölkerungsgruppe in den USA, die kämpft, kreischt, Unterstützung und Gerechtigkeit verlangt für diejenigen in unserer Community, die nichts Gutes geleistet haben. Jetzt wollen Sie Ihren Senf zum Todesfall Floyd beitragen und beleuchten nur die eine Seite der Medaille. Was ist aber mit der anderen? Was haben Sie getan, als der Rentner David Dorn, ein Schwarzer, am 2. Juni in St. Louis von schwarzen Plünderern umgebracht wurde, weil er den Laden von seinem Freund beschützen wollte? Sie haben geschwiegen. Was haben Sie getan, als vor 2 Wochen der Österreicher EDN in Südafrika von einem Schwarzen mit der Machete zerstückelt wurde, so wie weiße Farmer dort regelmäßig umgebracht werden? Sie haben geschwiegen. Und was haben Sie getan, als Black Lives Matter den Boykott Israels gefordert hat? Als in Paris bei einer BLM-Demo konservative Gegendemonstranten als dreckige Juden beschimpft wurden? Als in Los Angeles die Synagoge Beth Israel verwüstet und mit dem Graffiti beschmiert wurde, Fuck Israel, Free Palestine. Sie haben geschwiegen, und das ist scheinheilig. Was wir hier erleben, ist ein Ausbruch von anti-weißem Rassismus. Dieser sogenannte Antirassismus hasst alles, was erfolgreich, wohlhabend und zivilisiert ist. Deshalb ist er auch antisemitisch, und das ist schon schlimm, zivilisiert. Aber noch schlimmer ist, dieser Rassismus wird unterstützt von den inneren Feinden des Abendlandes, von weißen Selbsthassern. Unser Staat verharmlost Plünderer und Kriminelle als Partyszene und kapituliert vor denjenigen, die ihn abschaffen wollen. Und zwar, obwohl die Feinde das Ganze offen zugeben, wie in Freiburg, wo bei einer BLM-Demo die Rednerin schrie Polizei und die Meute einmütig antwortete, abschaffen. Liebe Kollegen die Linke, von den Linken, diese Bigotterie teilen Sie sich mit der Bundesregierung. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Schulz. Wo war die Entrüstung der Bundeskanzlerin, als Migrantenbanden Stuttgart in ein Schlachtfeld verwandelt haben? Wo bleiben die Reaktionen der Bundesregierung, wenn deutsche oder weiße Migranten in unserem Land von Kulturfremden erstochen werden? Die AfD sagt als einzige Partei ganz klar, die Weißen müssen sich nicht schämen, sie haben Gutes und sie haben Schlechtes getan, wie alle anderen. Aber es gibt keinen Grund, sich hinzuknien und um Gnade zu betteln, denn Rassismus gibt es immer und überall, und er kann auch gegen Weiße richten. Bitte wirklich, letzter Satz, Herr Schulz. Letzter Satz. Deshalb sagen wir, jedes Leben ist gleich wert. Das Geborene wie das Ungeborene, das Schwarze wie das Weiße und alle anderen Minderheiten, die nicht von Ihnen beachtet und erwähnt werden. Vielen Dank. Danke, Herr Schulz. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Bauer das Wort.
Herrn Bauer das Wort gegeben und bitte um etwas Ruhe für seine Rede. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben alle fassungslos die Bilder aus Minneapolis gesehen und mit anschauen müssen, wie der Afroamerikaner George Floyd von einem weißen Polizeibeamten zu Tode gebracht wurde. Das war entsetzlich und ist nicht zu beschönigen. Es ist klar, dass man nach einem solchen Vorfall nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann. In den USA kam es unter dem Motto Black Lives Matter in vielen Städten zu massiven Protesten, die sich gegen Polizeigewalt und strukturellen Rassismus richteten. Es ist gut und richtig, auf Rassismus im Alltag auch bei uns hinzuweisen. Dass es Rassismus gegen schwarze Menschen auch in Deutschland gibt, dass er sogar eine spezifische deutsche Geschichte hat, wird hierzulande oft entweder verdrängt oder ist einigen nicht wirklich bekannt. Meine Damen und Herren, auch wir wollen dem Rassismus keinen Raum geben, und die Hessische Landesregierung ist hier zu Recht auch sehr aktiv. Die Hessische Landesregierung hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein für jede Form von Diskriminierung zu schärfen und sich für echte Gleichbehandlung einzusetzen. Die Antidiskriminierungsstelle im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration wurde Anfang 2015 eingerichtet. Sie tritt Diskriminierung und Rassismus entschieden entgegen und setzt sich mit ihrer Arbeit für ein wertschätzendes Miteinander in Hessen ein. Falls persönliche Unterstützung benötigt wird, können sich Ratsuchende an das Antidiskriminierungsnetzwerk Hessen wenden. Und es ist für viele Beratungen genug Geld da. Es gibt keinen Grund, irgendein Projekt nicht zu finanzieren. Das muss ich schon einmal deutlich sagen, wenn entsprechend qualifizierte Projektanträge gestellt werden. Es mangelt in unserem Land nicht an Präventionsmitteln für Antidiskriminierungsmaßnahmen, meine Damen und Herren. Dieses Netzwerk und seine Akteure bieten im Auftrag des HMSI Beratung und Hilfe bei Diskriminierungen aus rassistischen Gründen, wegen der Religion oder Weltanschauung, der sexuellen Identität, des Alters, des Geschlechts oder der Behinderung an. Meine Damen und Herren, Rassismus ist auch in unserer Gesellschaft ein Thema. Aber die Verhältnisse in den USA sind mit denen in Deutschland, Gott sei Dank, nicht zu vergleichen. Und umso schlimmer sind dann auch Versuche, aus dem schrecklichen Tod von George Floyd hier kleines politisches Kapital zu schlagen. Wer sich etwa wie die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hinstellt und dann behauptet, Zitat, auch in Deutschland gibt es latenten Rassismus in Reihen der Sicherheitskräfte, Zitat Ende, der verkennt nicht nur die Realitäten, der will bewusst auch Zwietracht in die Gesellschaft tragen, und das lehnen wir entschieden ab, meine Damen und Herren. Um es ganz deutlich zu sagen, die hessische Polizei ist nicht rassistisch und auch nicht latent, meine Damen und Herren. Unsere Polizeiausbildung ist mit US-amerikanischen überhaupt nicht zu vergleichen. Das beginnt schon mit dem Auswahlverfahren und der Ausbildung. In den Vereinigten Staaten gibt es keine einheitliche Ausbildung, und die rund 18.000 Polizeibehörden sind dort weitestgehend autonom. Die Dauer der Ausbildung in Amerika beträgt gemäß der Darstellung der ARD-Tagesthemen im Schnitt 19 Wochen, meine Damen und Herren. Unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten durchlaufen ein dreijähriges Studium, und darin wird auch ausdrücklich Deeskalation geschult. Für unsere Beamtinnen und Beamten sind Zwangsmaßnahmen das letzte Mittel im Einsatz. Zwischen Bad Karlshafen und Neckarsteinach, meine Damen und Herren, sitzt bei unseren Polizeibeamten der Colt wahrlich nicht locker. Unsere Polizei ist im besten Sinne Bürgerpolizei. Und deshalb ein Generalverdacht gegen unsere Polizei wird der Sache nicht gerecht, und er verbietet sich auch deshalb. Meine Damen und Herren, zu einem falschen Generalverdacht führt auch das Antidiskriminierungsgesetz in Berlin. Es soll Menschen vor Diskriminierung etwa aufgrund ihrer Hautfarbe schützen, und es soll Klagen gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte erleichtern. Und dabei ist die Beweislast umgekehrt. Das ist so vorgesehen, sodass ein angeschuldigter Beamter nachweisen muss, nicht diskriminierend gehandelt zu haben. Meine Damen und Herren, die Unschuldsvermutung muss auch für die Polizeibeamten in ganz Deutschland gelten. Und den Eindruck zu erwecken, als müssten Bürgerinnen und Bürger vor behördlicher Willkür geschützt werden, das geht wahrlich zu weit. Das ist doch schlicht absurd, meine Damen und Herren. Und es ist deshalb gut, dass auch in Berlin noch einmal klargestellt wurde, dass dieser Gesetzentwurf nur für Berliner Beamte gilt. Das ist schon schlimm genug. Wir hätten sonst wahrscheinlich keine hessischen Beamten zur Unterstützung in die Bundeshauptstadt entsenden können. Werte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zum Schluss meiner Rede noch einmal deutlich klarmachen, wir dulden keinen Rassismus in Reihen unserer Polizei. Sollten unangemessene Dinge vorkommen, dann hat das klare Konsequenzen. Rassismus hat in unserer Gesellschaft keinen Platz,
und auch nicht in den Reihen derer, die der Gesellschaft dienen. Aber vor Unterstellungen, Pauschalverdacht und Anwürfen werden wir unsere Polizei aber zu jeder Zeit auch in Schutz nehmen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Bauer. Für die FDP-Fraktion hat sich Dr. H.C. Hahn gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In einer offenen und freiheitlichen Gesellschaft hat Rassismus keinen Platz. Und ich ergänze in Bezug auf eine Rede, die hier gehalten worden ist, Rassismus darf man niemals gegeneinander aufrechnen. Niemals. Es ist für mich als Liberalen, für uns als Freie Demokraten die Grundüberzeugung, dass Rassismus nicht in eine Gesellschaft gehört. Wir stehen für eine Gesellschaft der Freiheit, der Selbstentfaltung, der Weltoffenheit und der Vielfalt. Seit dem Tod von George Floyd, der, wie einige Kollegen schon dargelegt haben, in den USA von einem Polizisten getötet wurde, der Jurist würde, glaube ich, sogar sagen, ermordet wurde, demonstrieren Menschen auf der ganzen Welt gegen Rassismus und rassistisch motivierte Polizeigewalt. Und das ist gut so. Auch in Hessen fanden und finden zahlreiche Kundgebungen statt. Es gab Schweigeminuten auch in einigen kleineren Gebietskörperschaften in unserem Land. Solidaritätsbekundungen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind immer dann besonders überzeugend, wenn dort auch Menschen ihre Erfahrungen kundtun, ihre Rassismuserfahrungen kundtun. Ja, wir gucken nach Amerika, aber warum eigentlich? Warum gucken wir nicht als Hessen tagtäglich, stündlich immer wieder nach Hanau? Das reicht doch eigentlich. Brauchen wir da noch George Floyd dazu? Und ich nehme jetzt Hanau nur als einen Begriff, weil da das Schlimmste passiert ist. Aber ich könnte, und wir alle könnten das, noch 10, 15 andere Orte Hessens bringen, wo etwas Ähnliches, wenn auch nicht in diesem Ausmaß, passiert ist. Nein, es darf keine Beleidigung, es darf keine Diskriminierung geben, egal wie ein Mensch aussieht, welche Hautfarbe er hat, welche anderen Dinge ihm lieb sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen individuell und als Gesellschaft dagegen vorgehen. Und ich sage bewusst zunächst individuell. Es ist ja immer so einfach, nach dem Staat zu rufen. Der macht ja eh schon alles für uns. Also soll er jetzt auch noch gegen Rassismus kämpfen? Für mich, für Sie, für uns. Nein, zunächst müssen wir es selbst in die Hand nehmen und nicht immer erst einmal nach dem Staat rufen. Es ist nämlich ein individuelles Problem. Es ist kein staatliches zunächst Problem. Wir, jeder von uns, ist verpflichtet, tagtäglich, stündlich dann aufzustehen, das Wort zu ergreifen, wenn er mitbekommt, dass es eine Äußerung gibt, die rassistisch ist. Ich sage bewusst eine Äußerung, die rassistisch ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und natürlich ist es auch Aufgabe der Politik, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, dass Rassismus weniger wird. Reden wir uns doch bitte nicht ein, es gäbe auch in Hessen keinen Rassismus. Natürlich gibt es ihn. Und eines der vom Staat zu organisierenden Aufgaben ist, Bildung zu organisieren. Die größte Waffe gegen den Rassismus ist eine individuelle Bildung. Desto gebildeter man ist, desto weniger anfällig ist man gegen Rattenfänger. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und deshalb ist es nicht nur
eine Frage der politischen Bildung. Es ist auch eine Frage der politischen Bildung. Und unsere Landeszentrale ist aufgerufen, ihre Aktivitäten vielleicht noch ein bisschen zu verfeinern. Aber es ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Frage der individuellen Bildung. Dass Hänschen und Clara oder ich nenne jetzt bewusst keine anderen Vornamen, wissen, was sie tun, wenn sie sich rassistisch benehmen. Und meistens machen sie es dann ja gar nicht mehr, weil sie wissen, was sie tun. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und natürlich ist es eine Chimäre zu glauben, dass es in der Polizei, auch in der hessischen Polizei, nicht Ansätze von Rassismus gibt. Die Polizei ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Aber natürlich muss dann umso mehr der verantwortliche Innenminister Gegenmaßnahmen ergreifen. Gegenmaßnahmen ergreifen, dass dort kein Hort des Rassismus ist. Ich sehe, die Redezeit neigt sich dem Ende. Deshalb darf ich zum Abschluss sagen, wir Freie Demokraten bauen darauf, dass in der interfraktionellen Arbeitsgruppe, von der Frau Faeser in der letzten Debatte ja ausführlich hier von diesem Pult berichtet hat, wir auch noch weitere kluge Ideen haben. Rassismus hat keinen Platz in Hessen. Vielen Dank. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Innenminister Beuth das Wort, wenn das Rednerpult, vielen Dank, desinfiziert wurde. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich will das, was Jörg-Uwe Hahn zuletzt gesagt hat, gerne aufgreifen. In der Tat, in Hessen ist kein Platz für Rassismus. Das sage ich auch deutlich für die Hessische Landesregierung. Meine Damen und Herren, der tragische Tod von George Floyd in der US-amerikanischen Stadt Minneapolis am 25. Mai hat eine weltweite Diskussion um Rassismus entfacht und auch in Deutschland zu zahlreichen Demonstrationen und öffentlichen Diskussionen geführt. Eine verabscheuenswürdige Tat. Und auch hier will ich für die Hessische Landesregierung diese Tat aufs Schärfste verurteilen, meine Damen und Herren. Eine offene Gesellschaft lebt von offenen Diskussionen. Und deswegen ist es richtig, dass wir auch hier im Hessischen Landtag diese Diskussion miteinander führen. Worum geht es dabei? Nun im Wesentlichen struktureller bzw. institutioneller Rassismus meint die Ausgrenzung, Herabsetzung oder Benachteiligung von Menschen allein aufgrund von bestimmten, in der Regel äußeren Merkmalen, beispielsweise auf dem Bildungsmarkt, das ist hier angesprochen worden, im Bildungssektor oder auf dem Wohnungsmarkt. Meine Damen und Herren, die Hessische Landesregierung wird in ihrem Kampf gegen den Rassismus nicht nachlassen. Unser Kampf gegen Diskriminierung wird von uns engagiert fortgesetzt. Das will ich hier deutlich machen. Black Lives Matter ist aber eben vor allem auch eine Aktion in den USA, die nicht nur aus Anlass dieser verabscheuenswürdigen Tat sich mit Polizeigewalt beschäftigt, sondern ja sozusagen konstitutiv mit der Frage von Polizeigewalt und eben auch gerade mit dem sogenannten Racial Profiling durch die Polizei umgeht. Und, meine Damen und Herren, ich finde, das müssen wir schon tun. Ich glaube, dass wir das hier in der Debatte bisher ganz gut hingekriegt haben. Aber in der öffentlichen Debatte der letzten Wochen und Monate waren mir die Vergleiche zwischen Amerika und der Polizei in Amerika und dem, was wir hier bei uns in Deutschland haben, wirklich zu undifferenziert. Und ich finde, das muss man hier auch deutlich machen. Und dabei will ich klar sagen, Racial Profiling hat in der hessischen Polizei keinen Platz, meine Damen und Herren. Es passt auch gar nicht zu unserem Bild von dem, was wir von unserer Polizei haben. Es passt nicht zu unserem Leitbild. Wir sprechen vom Freund und Helfer. Das ist sozusagen der Gedanke, der im Grunde genommen bei allem, was auch für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Dienst notwendig ist, das ist der Gedanke, der hinter allem steht. Unsere Polizei ist Freund und Helfer der Bürgerinnen und Bürger und wird nur im Zweifel
dann, wenn es notwendig ist, wenn sie wirklich Straftaten zu bekämpfen haben, wenn sie die Gefahrenabwehr zu sichern haben, wird sie halt dann eben auch notfalls mit den gesetzlichen Maßnahmen dann eben auch eingreifen. Und ich finde, das müssen wir hier schon deutlich machen. Und lassen Sie mich einen Gedanken, Karin Hartmann hat das vorhin in der anderen Debatte schon einmal gesagt, und Jörg Uwe hat es jetzt gerade eben noch einmal wiederholt, dieser Satz mit dem Spiegelbild, diesen Satz mit dem Spiegelbild der Gesellschaft, ich finde, der passt nicht. Also, lass uns mal eine Sekunde darüber nachdenken. Eigentlich ist unser Anspruch an Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte höher als das Spiegelbild der Gesellschaft. Und deswegen, finde ich, sollten wir das auch nicht bedienen. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern es ist einfach, man muss darüber nachdenken. Man ist leicht dabei zu sagen, das ist natürlich das Spiegel. Ja klar, aus allen möglichen Bereichen kommen die Kolleginnen und Kollegen, aus allen Lebenswelten kommen sie zur hessischen Polizei. Aber unser Anspruch an Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ist deutlich höher als der an den Durchschnitt der Gesellschaft, weil sie haben auch eine herausragendere Aufgabe in unserer Gesellschaft. Ich möchte noch einmal deutlich machen, dass Racial Profiling bei uns keinen Platz hat. Es ist rechtswidrig. Ich will es nicht hier noch einmal vortragen. Aber ich will schon noch einmal sagen, grundsätzlich gilt für die hessische Polizei, es werden nicht verstärkt bestimmte Personen kontrolliert, die irgendwie besonders herausstechen, sondern es wird verstärkt an bestimmten Orten kontrolliert, damit das eben auch deutlich wird. Es geht eben dort nicht um phänotypische Merkmale, sondern es geht darum, Kriminalität vor allen Dingen an bestimmten Orten auch zu bekämpfen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist jetzt in der Debatte angesprochen worden von Herrn Kollegen Yüksel. Deswegen will ich es noch einmal deutlich machen. Es werden auch bei der Frage der Prävention zum Thema Rassismus, wo wir übrigens herausragend viel leisten, werden keine Mittel, insbesondere keine Mittel für die Opferberatung in Hanau zurückgehalten. Die Hessische Landesregierung hat beim Bundesfamilienministerium 50.000 € über das Demokratiezentrum beantragt. Diese Mittel stehen zur Verfügung. Sie können für Honorare und für Maßnahmen entsprechend eingesetzt werden. Die Träger, die Interesse daran haben, können das abrufen. Das müssen sie halt tun. Das war mir wichtig, am Ende noch einmal zu sagen. Wir werden, meine Damen und Herren, nicht nachlassen im Kampf gegen Rassismus seitens des Landes Hessen. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion hat sich der Fraktionsvorsitzende Lamprou zu Wort gemeldet. Vielleicht sagen Sie es noch einmal. Frau Präsidentin, vielleicht sagen Sie es noch einmal für alle. Der Minister hat um eine Minute überzogen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Zum Ende einer recht aufgeregten Aktuellen Stunde würde ich ganz gerne noch einmal ein paar Gedanken zusammenfassen, die mir im Verlaufe dieser Aktuellen Stunde gekommen sind. Ich finde den Kampf gegen Rassismus absolut okay, wenn es wirklich gegen Rassismus geht. Ich versuche darüber hinaus, diesen Kampf gegen Rassismus zu nutzen, um z.B. Institutionen wie die Polizei zu diskreditieren oder de facto die Meinungsfreiheit einzuschränken, das finde ich nicht okay. Und ich kann mich halt des Eindrucks nicht so ganz erwehren, dass hier ein Thema auch instrumentalisiert wird, um nicht nur berechtigt Rassismus zu bekämpfen, sondern halt auch, um ein ganz bestimmtes politisches Gesellschaftsbild durchzusetzen und andere Meinungen, bei denen es überhaupt nicht um Rassismus geht, sondern um ganz andere Themen, zu tabuisieren. Meine Wahrnehmung, nicht nur von dem einen oder anderen Redner der Aktuellen Stunde, sondern auch in den letzten Wochen, was man so im Fernsehen gesehen hat, war, da sitzen einige auf einem verdammt hohen moralischen Ross. Das erkennt man, Schlussbemerkung, letztendlich auch daran, dass bei einigen Black Lives
Metters-Demonstrationen jegliche Corona-Schutzvorschriften ignoriert wurden und die Presse das dann plötzlich auch überhaupt gar nicht mehr schlimm fand. Also insofern, Herr Lampu, kommen Sie bitte zum Schluss. Ist gut, aber unter dem Deckmantel der Bekämpfung des Rassismus andere Dinge voranzutreiben, das ist nicht in Ordnung. Vielen Dank. Für die Linke hat sich die Abgeordnete Sönmez zu Wort gemeldet. Aber Frau Sönmez, wir hatten im Vorfeld auch besprochen, dass diese großen Buttons am Rednerpult nicht getragen werden sollen. Ich bitte Sie, den Button vor der Rede bitte zu entfernen. Frau Sönmez? Gut. Ja, Frau Präsidentin, ich will nur noch mal ganz kurz auf das eingehen. Es war kein tragischer Tod von George Floyd, es war Mord. Und Sie saßen zu dritt auf diesem Menschen und sind auf ihm drauf sitzen geblieben, bis er erstickt ist. Und es war kein tragischer Tod. Ja? Das wollte ich hier noch mal erwähnen. Und wenn Sie von Rassismus reden und sagen, wir werden diskriminiert, dann sollten Sie sich vielleicht wirklich mal von Betroffenen ihre Geschichten anhören, wie sie tagtäglich strukturell und gesellschaftlich benachteiligt werden, diskriminiert werden und für ihr Aussehen, für ihre Kultur und für ihre Religion ausgegrenzt werden, meine Damen und Herren oder meine Herren der AfD. Ja? Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und was maßen Sie sich eigentlich an, über Diskriminierung zu reden als fremdenfeindliche Partei? Das ist eine Anmaßung, und Sie werden nicht diskriminiert. Sie werden nicht diskriminiert. Sie diskriminieren und Sie schüren Hass, meine Herren der AfD. Und Sie lassen sich instrumentalisieren vom kapitalistischen System. Frau Sönmez, kommen Sie bitte zum Schluss. Meine Damen und Herren, damit ist diese Aktuelle Stunde abgehalten.